Mai 1994. Die Swissair-Spitze beschließt eine aggressive Akquisitionsstrategie. Den Zugang zum europäischen Markt soll die belgische Sabena ermöglichen. Der Weltmarkt soll mit dem US-Partner Delta gesichert werden. Die neue Strategie beruht auf einer Studie der Beratungsfirma McKinsey, die zu dieser Zeit von Lukas Mühlemann geleitet wird. Mühlemann gilt als Senkrechtstarter der Schweizer Wirtschaft. Ich sehe sie schon darin, dass zu viel links und rechts eingekauft wurde, unrentable Firmen. Ich meine, ich bin nicht Mathematiker, aber wenn man x Firmen einkauft, die Verluste einfahren, x Firmen mit Verlust kann nicht einen Gewinn geben.